Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute eine Mini-Kletterrose auf Abwägen. Seit einigen Jahren führen wir ja die englischen Mini-Kletterrosen im Sortiment, die Patio Climbers, die kompakt werden, 1-2 Meter hoch mit kleinen Blüten. Die meisten dieser Patio Climbers haben Remblerblut im Hintergrund, haben also biegsame, weiche Triebe, wachsen einfach weniger stark als Rambler und blühen die ganze Vegetationsperiode, sind also remontierend, setzen immer wieder neue Blüten an. Auch in einem schattigeren Standort können solche Mini-Kletterrosen funktionieren. Man sieht hier im Inneren unserer Pergola, wirklich im Schatten, sieht man Lady Penelope, hat sich wunderschön entwickelt und hat laufend neue Blüten. Selbstverständlich, wenn sie in einem besseren Standort stehen würde, hätte sie noch mehr Blüten, aber auch so sehr apart. So kann man Mini-Kletterrosen im 10, 20, 30 Liter Topf kultivieren. Sie werden dann 1 Meter, 1,20 Meter hoch, funktionieren wunderbar im Topf, auch über Jahre. Diese Pflanze steht bereits etwa 3-4 Jahre im Topf. Aber eine solche Mini-Kletterrose kann sich auch entwickeln, kann größer werden. Und dies zeigt das Beispiel von Purple Skyline hier. Wir haben hier an diesem Posten mal Purple Skyline gepflanzt. Dann war zuerst die Konkurrenz hier, ich glaube, einer Wisteria, die hier war. Dann war die Konkurrenz der Kiwi. Und Purple Skyline hat sich gegen diese Pflanzen durchgesetzt, ist gewachsen, der Sonne entgegen, dem Licht entgegen. Und jetzt ist es wirklich ein Purple Skyline. Hier oben durch haben wir Purple Skyline. Eine wunderschöne Mini-Kletterrose, die jetzt zu einem richtigen Rambler geworden ist, mit 3-4 Metern Spannweite, mit dieser wunderschönen violett-blauen Blüte und dem gelben Zentrum. Also Purple Skyline, eine Mini-Kletterrose, die wunderbar in kleinen Topf funktioniert, wie dort hinten Lady Penelope, die aber auch im Garten als dauerblühender Rambler eingesetzt werden kann. Probieren Sie es aus bei sich zu Hause.